Dieser Mann hat's vom Dealer bis zum Designer von Gucci geschafft. Der New Yorker aus Harlem, Dapper Dan, hat am Anfang in den 80ern seine Klamotten aus seinem Autokofferraum verkauft. In 1992 eröffnete er seinen ersten Store für Männer Luxusmode und er hatte 24/7 geöffnet. Das Besondere an seinen Designs, er hat alte Gucci, Louis Vuitton und Fendi Bags genommen, die upgecycelt und daraus Jacken, Hemden und noch viel mehr gemacht. Er war so revolutionär, dass er der erste war, der Monogramme auf Klamotten gemacht hat. Ende der 90er und Anfang der 2000er haben sehr viele Stars aus der Hip-Hop-Szene seine Klamotten getragen, wie der Notorious B.I.G. Als er einmal auf MTV erschienen ist, haben diese ganzen Brands davon mitbekommen und ihn verklagt und er musste zurück zum Verkauf seiner Klamotten aus seinem Autokofferraum. Und dann in 2017 hat Gucci in einer Kollektion eine Jacke von ihm kopiert, 1:1 aus den 80ern, ohne ihn dafür Credits zu geben. Die Leute haben das gemerkt und die wurden auf Twitter und allgemein auf Social Media auseinandergenommen. Als Reaktion darauf und Wiedergutmachung hat Gucci Dapper Dan eingeladen, eine Kollektion mit denen zu designen, die weltberühmt wurde. Dapper Dan ist der Grund, warum alle diese großen High-End-Fashion-Häuser Monogramme auf deren Klamotten machen. Gleichzeitig, die wären niemals so cool in Hip-Hop ohne ihn.